Beine in die Hand, du hast dann Durst, jetzt musst was trinken und außerdem bist du stehend voll Dreck. Du hast 5 Stacks Schmutz drauf. Jetzt schau mal zu, geh dich waschen, geh was trinken und dann wird weiter geschafft. Servus zusammen, Lafti in Green Hell mit einem riesengroßen Bauprojekt. Wir sind mittlerweile bei Tag 29 und es ist bereits auch der 6. Tag in der Trockenzeit. Wie in den letzten Folgen schon gesagt, so wirklich behindern tut uns das ja glücklicherweise nicht. Also ich dachte eigentlich schon, dass wir mehr Probleme haben, aber es hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Wir fangen extrem fleißig an und ich muss dazu schon sagen, so langsam mit jeder Woche, die Folgen wirken für mich zunehmend fremder. Die habe ich nämlich alle, 2022, also 2022, im Herbst, wo ich den Kanal erstellt habe, angefangen aufzunehmen. Und jetzt kommen die halt so nach und nach rein. Von daher habt's auch ein bisschen Geduld. Es wird noch ein bisschen dauern, bis dann Baumhäuser und so weiter noch mit reinkommen. Aber die werden auch kommen. Keine Sorge. Wir müssen nur jetzt ein bisschen erstmal aufholen. Und vor allem müssen wir unseren Bau vorantreiben. Wir haben noch richtig, richtig viel zu tun. Aber unser kleiner Lafti ist richtig schön brav. Zupft dir die mal ab. Und ist heute schon von vornherein fleißig. Direkt nach dem Aufstehen schön standardgemäß nachgelegt. Kennen wir ja. Aber er flitzt schon. Und das ist gut. Wir haben ja jetzt durch das Feuer, was wir in der letzten Folge zusätzlich noch gemacht haben, ja den Vorteil, dass wir jetzt dann genug Asche haben und genug Kohle. Die Kohle können wir ja auch wieder zur Asche verarbeiten. Somit können wir da jetzt erstmal wieder alles vollhauen und dementsprechend schauen, dass wir da mit dem Bau vorankommen. Auf jeden Fall ist da noch viel zu tun. Oh ja. Bevor ich es in den Kommentaren wieder lese, ich sehe es nämlich auch gerade in der Selfcam. Nein, es ist nicht ungesund. Ich habe einen leichten türkisen Stich auf der Selfcam zwischendrin immer wieder mal. Das ist dann meistens, wenn kurz die Sonne rauskommt und auf die Jalousien scheint. Die ist dann so, dass eben ein türkiser Schimmer entsteht. Und nein, so ungesund, wie es mal bei einer Folge benannt wurde, ist es dann trotzdem nicht. Gut, back zu Green Hell. Das Dach hier kriegen wir fertig. Jawohl, es ist fertig. Und hauen hier gleich hoffentlich das nächste. Was macht er? Jawohl. Ich muss wirklich zwischendrin immer wieder schauen. Es ist teilweise so fremd, was ich teilweise gemacht habe. Aber das erzähle ich ja so gut wie in fast jeder Folge. Aber es ist echt interessant. Also ich empfehle das wirklich jedem mal, einfach ein paar Spielaufnahmen zu machen, die einfach mal ein paar Monate liegen zu lassen und dann sich die anzugucken. Dann habt ihr das gleiche Feeling wie ich, wo ich mir denke, oh mein Gott, was hast du da zum Teufel gemacht? Und ja, es ist interessant. Auf jeden Fall kann ich mich an einen Aspektpunkt, der mich so wirklich unglaublich genervt hat, noch erinnern. Ich bin gespannt, ab wann wir da hinkommen. Ich will jetzt noch nicht zu viel spoilern, aber es wird auf jeden Fall noch ziemlich nervenaufreibend und es hat mit dem Bauen zu tun. Aber wenn wir an diesen Aspektpunkt hinkommen, sage ich euch Bescheid.
dass es genau das war. Ach komm, ein Holz, ein Hölzlein fehlt. Hier ist ein ganzer Wald und... Ah, da ist einer. Wunderbar. Und das ist wiederum jetzt dann der Vorteil, dass Trockenzeit ist. Wir können ohne Überdachung können wir ein Feuer machen. Ist überhaupt gar kein Problem. Ja, Feuer machen wird auch langsam nach und nach besser. Und weiter geht's. Nee, du brauchst dafür Wasser. Was wird denn das? Ich denke mal, zusammen, also sammeln, dadurch einen Blätterhaufen basteln und die verwerten, indem das es dann ins Feuer wirft. Das mache ich nämlich immer grundsätzlich gern. Diejenigen, die die Serie schon länger verfolgen, wissen ja, ich mag das so überhaupt nicht, wenn irgendwo viel Sachen rumliegen und genau wie es hier ist, ein Baum wurde gefällt und nee, das ist so überhaupt nicht meins, wenn das so eine richtige Unordnung ist. Da bin ich richtig penibel, sammle das Zeug ein und wenn ich es danach einfach nur ins Feuer hau, aber Hauptsache es ist weg und liegt nicht einfach irgendwo was rum. Nee, die brauchst du nicht. Jetzt bin ich gespannt. Habe ich recht? Das, ja, es kommt... Es wird nachgelegt. Darauf läuft es jetzt hinaus. Also, somit wird alles verwertet. Ah, genau. Erstmal die kleinen, dann die großen. Hauptsache einfach mal auch ein bisschen vom Gewicht runter. Weil wenn wir zu viel jetzt von denen in der Tasche haben, bringt es ja auch nichts. Dann sind wir wieder überladen. Das macht keinen Sinn. Jetzt einmal nachfüllen. Und das ist eigentlich das Einzige, was wirklich aufwendiger ist, als wenn es jetzt regnen würde. Das ist so ziemlich das Einzige. Mit allem anderen ist komplett gleich. Nur wir müssen uns halt jetzt vorne um das Wasser kümmern. Da regnet die Lehmmischer nicht mehr voll. Und sonst alles überhaupt kein Problem. Und wir müssen ja sowieso hin und her laufen, um den Lehm vorzubringen. So, jetzt haben wir hier wieder voll. Haben sogar noch ein bisschen was on top. Und wenn wir dann nochmal laufen, um wieder eben eine Lehmfuhre zu holen, können wir das da vorne fertig machen. Und es hält uns nicht zusätzlich auf, dass wir gegebenenfalls ein, zwei, dreimal extra laufen müssten, nur um das Wasser vorzubekommen. Kriegen wir so hin. Und so langsam nimmt das Erdgeschoss wirklich Formen an. Der Riesenbau geht voran. Ich bin dann auch mal gespannt. Ich habe mir das neue oder den neuen Patch noch gar nicht angeschaut mit Bauen von einem Baumhaus. Cool wär's, wenn wir das Baumhaus so bauen könnten, dass wir es dann mit dem irgendwie zusammenbauen könnten. Dann müssen wir zwar von der Innenraumplanung ein bisschen was abändern, aber das könnte was werden. So, was macht er jetzt? Okay, mal wieder planlos umherlaufen. Na? Okay, es wird... Ich bin mir nicht sicher, aber allein, dass er kleinen Stock versucht herzustellen, dürfte das auf ein Lagerfeuer in der Kochstelle hinweisen. Dass wir da dann auch nochmal... Den kannst du gleich sowieso wieder wegwerfen, weil dir was krabbeln wird. Oder auch nicht. Okay.
Also ich hätte jetzt damit gerechnet, wir heben die auf, weil die sind ja auch schon länger, dass die dort liegen. Aber okay. Ja, beiseite. Da wird jetzt eine Wand eingezogen. Da bin ich mir relativ sicher, dass da eine Wand eingezogen wird jetzt. So viele Feuerbretter. Was könnten wir denn, also, was könnten wir bauen an Lagerboxen? Aber nein. Ich wollte gerade sagen, das passt aber nicht. Das passt auch nicht. Nein, das. Oder? Doch, klar. Ah, das passt freilich doch. Ah, Kommando zurück. Das wird ja dann mit Lehm. Wird ja dann das Fenster eingebaut. Das sieht man ja da drüben, dass die Grundstruktur in dem Moment ja gleich ist. Ja, okay. Mein Fail. Man merkt, ich war schon zu lang nicht mehr im Green Hell drin. Aber ich habe halt einfach noch ein paar Folgen im Vorlauf. Und. Das Geile wird sein, in dem Moment, wo wir den Ist-Status mit den Folgen, die ich schon im Kasten habe, dann erreichen, dann muss ich nicht mehr hergehen und nachträglich Voice-Over und Cam-Over in die Aufnahme setzen, sondern kann dann, ja, live, ich sage jetzt, ja, so mehr oder weniger die Aufnahmen live machen. Was dann einfach auch wieder ein bisschen, ja, einen besseren Spielfluss in dem Moment gibt. Weil so, ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Klar, ich könnte mir das Video ein paar Mal im Vorfeld angucken, damit ich weiß, was passiert. Aber so finde ich es gerade sogar sehr interessant, weil es überrascht mich relativ viel, was er eben macht oder was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Eher jung. Jetzt bist du durstig. Jetzt musst was trinken gehen. Oh ja, was tut er denn? Ah. Ja. So, jetzt aber Beine in die Hand. Du hast dann Durst. Jetzt musst was trinken. Und außerdem bist du stehend voll Dreck. Du hast 5 Stacks Schmutz drauf. Jetzt schau mal zu. Geh dich waschen, geh was trinken und dann wird weitergeschafft. Jetzt ja nicht auf die Idee kommen. Erst trinken und dann waschen. Guter Mann. Oh, er geht sogar baden. Das ist halt hier an der Stelle recht nice, aber auf jeden Fall, da kommt eine Dusche noch. Weil gerade in der Trockenzeit so dreckig, wie man da wird. Ja, gut, kann man die Seerosen auch gleich mitfuttern. Was magst du? Du hast Durst. Du sollst jetzt nicht spazieren gehen. Was habe ich denn da verbrochen? Links. Links. Dreh dich um. Links. Ja, da, da. Rechts. Ja. Siehst du? Pflanze. Oh Mann. Das ist mir auch schon bei so mancher Hogwarts-Folge aufgefallen. Wenn ich die dann geschnitten habe, denke ich mir so, wie blind war ich eigentlich, dass ich dieses Buch oder das nicht gesehen habe oder das nicht gesehen habe. Aber jetzt hier auch beim Schauen selber habe ich dieses Bäumchen, diesen Strauch unmittelbar gesehen. Beim Spielen aber anscheinend nicht. Palmenherz, jawohl. Och komm. Karma. Also, Jung, sei mir nicht böse, aber das war jetzt Karma. Huh.
Was willst du mit dem Knochenmesser? Ja, den kannst du mitnehmen. Nimm doch deine komische Machete. Was? Ah, okay. Nimm doch deine komische Machete und hau die kaputt. Die trägst du sowieso die ganze Zeit nur spazieren. Das macht ja so überhaupt gar keinen Sinn. Oh, den sammeln wir auch mal mit ein. Ich habe gerade so wieder das Gefühl, dass er sich so ein bisschen vor der Arbeit drücken will. Weil er hätte schon längst was trinken können. Na? Ja, okay, deswegen konnten wir jetzt nicht nachschütten. Aber wir haben da vorne auch so viele Feuerbretter. Ich weiß nicht, warum ich nicht einfach ein paar Boxen irgendwie einfach mal gebaut habe. Weil wir hätten da zum Beispiel die Dosen hier rausbekommen können. Wir hätten so viel mehr Platz, wären seltener überladen. Hier auch die abgepackten Nahrungsmittel, die ich ja grundsätzlich auch in anderen Spielen immer wirklich bis zum geht nicht mehr aufhebe. Für, ja, ich sag jetzt mal Notfälle. So, Fett sollte voll sein, jawohl. Ein paar mal irgendwie Eiweiß noch. Und da hinten sind Schnecken, alles voller Schnecken. Oh, jetzt macht das ganz professionell. Mit einem Köder. Okay. Och, ein Laden. Ja, jedes Mal aufs Neue. Jedes Mal aufs Neue. Er kocht nebendran im Endeffekt sein Süppchen und schmeißt die Federn ins Feuer. Junge, weißt du, wie das stinkt? Warum tust du sowas? Ey. Du wirst doch. Was hast du vor? Das wird nichts. Da vorne läuft's. Hä? Das ist nach rechts abgehauen. Nein, das ist nicht hier. Warum wären wir hier in der Nähe vom Wasser, wo ja eigentlich das Wasser auch vom Wasserfall so aufgewirbelt wird, warum wären wir da dreckig? Bist du in Matsch reingetreten oder was? Da kannst du noch fünfmal im Kreis laufen. Das ist nicht da entlang gelaufen. Das ist rechts weg. Ja, okay. Dann gibst du dich mit allem anderen als zufrieden, was dann so rumliegt. Okay. Also jagen... Jagen musst du schon noch ein bisschen üben. Das war jetzt eher ein Satz mit X. Das war wohl nix. Ich habe aber auch grundsätzlich sehr, sehr häufig und auch teilweise in anderen Spielständen lange nach den Tieren dann immer gesucht, wenn ich sie nur, ja, verletzt habe, sage ich jetzt mal. Ich habe die partout nicht gefunden. Aber sowas von keine Chance, die irgendwo dann da im Wald, im Unterholz oder so dann zu finden. Nee. Ja, kannst du gleich dir wieder Hackebeilchen machen. Das ist jetzt wieder gut überlegt gewesen. Ach komm, der lacht dich doch aus. Sag ich doch, der lacht dich aus. Das wird nix. Mal davon abgesehen. Oh doch, da ist er noch. Das wird doch nix. Aber
anstatt irgendwie zu schauen, aktiv, schnell, irgendwo schnell mal was zu jagen. Nein, hatten wir erst ein bisschen spazieren gehen, dann jetzt hier erfolglos jagen. Da bringt es auch nichts, wenn du in die Luft rumstocherst. Da kommt keine Languste an und springt dir in den Speer rein, dass du es bekommst. Das wird nichts, vergiss es. Da hast eher Glück, dass da... Nein, nein, nicht den Frosch. Ja? Ja? Knapp daneben. Komm jetzt nochmal. Ja, das klang gut. Jawohl. Nein. Trick 17. Genau, Trick 17. Inventar voll. Dann legen wir es auf den Bearbeitungsstein und tragen es halt dahin, wo wir es haben wollen. Haben wir jetzt jedenfalls zum Abendessen jedenfalls eine Delikatesse. Und dein Köder hat nicht sonderlich viel gebracht. Tja, so ist das. Ja, so viel Schnecken brauchst du jetzt auch nicht. Na? Ja, das... Warum ich zu diesem Zeitpunkt keine Boxen gebaut habe, ich habe keine Ahnung. Ah, da krabbelt noch einer vorbei, der auch zum Grillen vorbeikommen möchte. Ja, das sollte jetzt auf jeden Fall reichen, dass wir genug Proteine bekommen. Ja, wir sind ja jetzt schon fast voll. Ja, aber heute muss ich sagen, bautechnisch nicht sonderlich fleißig. Ja, hat unser Lafti hier wieder sehr, sehr, sehr viel rumgespielt und rum, ich sag jetzt mal, rumgeeiert und gefaulenzt und ein bisschen spazieren gegangen. Gut, klar, dass er sich jetzt um Nahrung und so auch bemühen muss, ist klar. Aber trotzdem, das wäre effizienter gegangen. Definitiv. Aber nu, der Tag ist so im Kasten. Da ändert man auch nichts mehr dran. Ich bin mal gespannt, dass genau, ob, wenn ich das dann live spiele, ob ich genau mehr auf diese Punkte, die ich jetzt die ganze Zeit an meinem eigenen Spielstil kritisiere, ob ich dann zukünftig mehr darauf achte. Da bin ich mal gespannt drauf. Aber es wird dunkel. Das wird jetzt darauf hinauslaufen. Ja, ich wollte gerade sagen, wasch dich nochmal, du gehst nicht dreckig ins Bett. Ja, okay, so ein Bett kann man das auch nicht nennen. Jawohl, er legt sich hin. Dann wissen wir ja, was jetzt kommt. Einmal das obligatorische Nachlegen und meine Verabschiedungsfloskel. Insofern, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn noch nicht passiert, auch gerne ein Abo. Und wir sehen uns entweder zur nächsten Folge oder zu einer anderen Folge bei mir auf dem Kanal. Und genau, jetzt geht er ins Bett. Und das heißt dann für mich Servus. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.